Hallo liebe Napoleon-Grill-Freunde beim Chill und Grill-Livestream von Napoleon im Hintergrund. 15 Uhr, die Kirchenglocken läuten bei uns. Der Pfarrer ist pünktlich und auch ich, wie ich meine. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Wir wollen euch ein bisschen einen Spaß nach Hause bringen, ein bisschen Information und vor allem, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einer bitte. Ich werde mich bemühen, dass ich es gleich hier beantworte. Sonst, wenn ihr für nächstes Mal wieder Anregungen habt, wir sehen uns ja noch einige Male, dann sehr, sehr gerne an mich direkt schreiben oder einfach hier in die Tasten klopfen, alle Wünsche und Anliegen, die ihr habt. Was machen wir heute? Ich habe euch versprochen, Beiräte-Steak ein bisschen anders. Ich habe da ein wunderschönes Stück von der Beiräte. Das werden wir miteinander zubereiten. Da werden wir so ein bisschen eine lustige Solette-Haube drauf geben. Vom Kruste möchte ich gar nicht sprechen. Aber schaut euch das am besten selber an. Dazu gibt es so einen Grilltaler. Das ist so ein Knödelbrot oder Serviettenschnitten, wenn ihr kennt. Das lasst sich natürlich am Griller auch hervorragend zubereiten. Und ein kleiner Salat dazu, diese Komponente, dass niemand überfordert ist und vor allem auch ich nicht, dass wir einen Spaß haben miteinander. Die Timing-Sache ist gerade bei dem Gericht jetzt auch wieder eine wichtige und ich muss vorher anfangen mal mit meiner Haube, dann tue ich das Steak, also Krustenelemente, dann tue ich das Steak auf der Sizzleson angrillen, die Kruste drauf, ziehen lassen und dann geht es um die anderen Zutaten. Und vom Timing her sollten wir es wieder erwischen, dass wir hier eine schöne rote Beiräte miteinander zusammenbringen. Aber ihr habt sehr voll das Auge auf mich, also wird uns nichts passieren. Das heißt, wie gesprochen, als erstes mal die Kruste. Soletti-Kruste, jeder von uns hat schon mal ein paar Soletti angefangen gehabt daheim. Also man kann natürlich auch ganz Fische nehmen, so wie sie da habe, aber das sind so Partyüberbleibsel. Und das kann man gut verwerken. Jetzt gibt es ja gerade keine Party und das tut man einfach rein oder in einem Mörser, tut das Ganze verkleinern. Ja, können wir auch ein bisschen Wirbel machen da herinnen. Normalerweise nimmt man Semmelbrösel, ja, aber man kann ja alles im Leben auch verarbeiten. So auch diese Sache und wer gerade keinen Mörser bei der Hand hat, ist das einmal so eine adäquate Sache, wie ihr seht, dass das Ganze etwas kleiner wird. Ja. Das sind also da eine in die Schüssel, somit hat man auch nicht unbedingt die ganz große, sage ich einmal, Bröselerei im wahrsten Sinne des Wortes. Kann dann mit der Faust noch mal ein bisschen nachdrücken auf die ganz hartnäckigen Stücke, die drinnen sind, und hat dann so einmal die Grundmasse. Ja. Dann habe ich da dabei so getrocknete Paradeiser, kleinwürfelig schneiden. Kommt man sogar noch irgendwas dazugeben. Ja, wenn wir noch eines schneiden, dann ist das auch ein bisschen saftiger und gibt dann einen schönen intensiven Geschmack. Aber an Geschmack fehlt ja bei Soletti von der Salznoten bekanntlich sowieso nicht. Also werden wir da sonst gar nicht allzu viel tun. Was man schon machen kann, wenn man so eingelegte Tomaten hat oder sonstige Sachen, wie so Öl drinnen, das hat auch einen lässigen Geschmack und sorgt für ein bisschen eine Saftigkeit. Dann habe ich da ein bisschen eine Bindung an Parmesan dazu, dass wir nun so eine Käsenote haben und dass das ein bisschen hält, ja, am Produkt. So, zur Abrundung vielleicht also ein Schnupfer Säure, dass man ein bisschen Zitrone oder wer es ein bisschen milder will, nehmt es vielleicht einmal Orangen oder so, dann passt das genauso. Den Kern nehmen wir gleich raus tun. Und so haben wir eigentlich schon einmal diese Masse da. Und Chaos ist, wie gesagt, von der Feuchte mit Öl ein bisschen richten. Und da habt ihr schon dominante Geschmacksnoten drinnen, ne, mit dem Parmesan und mit den eingelegten Paradeisern. Und die Solette mit der Salznote, ich zeige euch das einmal so in die Kamera, ich hoffe, man kann das dann sehen. Schön nahe, ihr habt da so diese bröselige Sache. Und die kann sich jetzt ein bisschen ansaufen. Ich werde ihm da noch ein bisschen was geben. Das spürst du dann eh gleich beim Durchkneten und kann man das so
einmal ein bisschen stehen lassen. Das ist einmal die Vorarbeit. Jetzt kann ich mich schon ums Fleisch kümmern. Da ist natürlich jetzt wieder mein Lieblingsstoff. Ihr seht, wunderschöne Beiräte. Das ist genau der Übergang. Ihr seht so den dicken Fettteil Richtung Rostbraten. Also Entrecôte Double, sieht man so oft. Ja. Da ist das Clubsteak auch. Also das ist einmal ein schönes Stück. Man kann hier das Fett ein bisschen trimmen. Zu viel würde ich nicht wegschneiden. Und dann das Ganze aufteilen. Ja. Bei mir daheim würde ich mal sagen, ich halbiere es. Ja. Aber wir sollen ja da vielleicht das einmal dritteln. Ja. Dass man da schöne Stücke hat. Wir sind so beim 3-4 cm Schnitt. Ja. Also klassisch so ein bisschen zwischen den zwei Fingern, dass man da so eine Schnittbreite hat, wo man keinen Zentimeter hat. Aber ich habe mir das einfach jetzt einmal so eingeteilt. Die Schnittstärke könnt ihr ja natürlich selber wählen, aber bitte nicht zu dünn, weil sonst wird das Ganze für euch sehr schwer. Würzen brauchen wir da auch noch ein bisschen was. Ich habe da jetzt einen Sizzlesong vor, die euch schon ein paar Mal zugeschaut haben, wissen es, aha, da kommt jetzt einmal nur die Salznote oder nichts, damit wir auch wenn er fettbrand ist, hell bleiben und viel mehr brauchen wir da nicht. Und ihr seht ja eh, das Fettbrand auch mehr, da werden wir schon ein bisschen einen Flammenspaß haben auch. Und das soll natürlich zivilisiert ablaufen, wenige Sekunden, aber dann hat das ein Aroma, wie du es von der Holzkohle gewohnt bist, nämlich Sizzlesong da drinnen, 800 Grad Wellenlänge wie von der Holzkohle, und das sind genau die Geschmäcker. Und die Geschmacksnote von der Holzkohle, die viele so schätzen, ist ja nichts anderes als Fett, das ein bisschen abtropft und dann einen Fettbrand ergibt, und das gehört natürlich schon zivilisiert gemacht. Da herum habe ich mir das gleich einmal genützt und habe mir Butter angeschwitzt, die ist schon mal zerlassen. Ja, das ist schon mal ganz fein. So kann man die Grillgeräte wirklich auch von der Haube her nutzen für solche Erwärmungssachen. Guter Tipp fürs Wintergrillen. Ja, da braucht es auf alle Fälle für solche Sachen. Und wir gängen schon mal auch. Sizzlesong vorgeheizt. Ja, ein bisschen mit der Zwiebel, aber ganz, ganz wenig Öl. So mal kurz den Rost ein wenig aufgeben. Aromatisieren und dann gehen wir schon mit unseren schönen Beilstücke am Rost drauf. Nochmal zu und dann von der Zeitspanne circa eine Minute, ihr kennt es eineinhalb, maximal zwei, aber wir wollen ja dann noch indirekt hineingehen und lassen, das ist wirklich, ich habe da voll aufgedreht. Einmal so die 60 Sekunden reicht mir mal, weil ich habe ja noch meine Hauberl, die ich aufbringen will, und vor allem über eine Arbeit, so schnell will ich ja gar nicht fertig sein, weil ja ich die Beilage noch machen muss. Ja. Und von daher gibt es schon was zu tun. Was gibt es zu tun grundsätzlich? Na, unser Knädelbrot besteht nichts anderes, als so wie ihr Serviettenschnitten macht. Ihr habt da die Semmeln, Eier, Milch, Butter abzusägen, zerlassen, Zwiebeln, würzen, dann Salz, Pfeffer, Muskatnuss und ein wenig Parmesan dazu. Den haben wir eh dort auch verwendet, also dann passt das ganz gut. Wenn man nicht will Parmesan, dann lasst es weg, dann habt ihr die klassische Sache und seid auch beim Grillen ein bisschen heller in dem Bereich. Ja. Wunderbar! Ich kann jetzt noch einmal eine Umplatzierung vornehmen. So leicht diagonal noch einmal. Somit sind wir auf einer Seite dann 2 Minuten. Dann drehe ich das Ganze um und schauen wir das einfach an. Ich sehe nur ganz kurzer Fettbrand, so dass es halt wirklich vertretbar ist, und damit habe ich ein tolles Aroma. Da kann ich eigentlich eh nebenbei anfangen. Da soll man noch warten, habe ich das im Griff. Ah, da geht schon was. Ne? Wir haben da jetzt einmal unsere Semmeldröbel. Da gehört dann auf alle Fälle mal ein Ei. Das habe ich da gesprudelt. Das kann man gleich mit der Milch zum Beispiel verrühren. Dann brauche ich ein wenig Salz dazu. Bei der Muskatnuss bitte aufpassen. Ja, weil dort, da sind wir.
gleich einmal drüber, da darf nicht zu viel sein. So. Und geht wieder dahin, wo ich meine Grillzange gelassen, wie immer, alles da. Und das ist eine Farbe, ein Traum. Wer es nicht glaubt, so schaut das aus. Wunderbar. Ja. So, und zu die Hütte, was man vielleicht da auch beachten sollte, wir haben so einen schönen Fettrand gehabt. Schaut, dass der Fettrand nicht innen liegt, wenn zwei Schnitten sind. Schaut, dass der Fettrand außen bei der Sissel so ist, ist ein Flächenbrenner, weil dann läuft das Fett, das abtropft außen rüber und du hast nur ab und zu eine Flamme und die kann nach oben schön aus. Wenn das nämlich mittig zusammensteht, dann trifft es am Fleisch aus und dann wird es so dunkel, ich sage immer ein bisschen mistig, das ist nicht so toll. Denkt an eine Kerze soll nach oben Luft haben, dann brennt sie toll und wenn eine Kerze oben zu wenig Abstand hat, dann fängt sie zum Flackern an und dann rust sie. Und das braucht man auf meine tolle Steak sicher nicht. Ja? Das heißt, ich werde jetzt gleich einmal das Ganze einmal einweichen. Ich glaube sogar, da kann ich mir noch Milch holen. Schauen wir mal, ich glaube, dass das sogar ein bisschen zu wenig ist. Einmal durchkneten. Aber ich habe die Butter auch noch, die zerlassene. Die gibt mir auch noch ein Geschmackserlebnis auf alle Fälle, dass das ist und vor allem feuchte ist dabei. Ja. Dieses Knödelbrot kann ruhig feuchter gehalten werden. Und dann passt das schon. Wie schaut es hinter mir aus? Wunderbar. Schaut euch das an. Ein Traum. Wieder eine Umplatzierung. Super. Die Flamme kommt immer, wenn ich bewege, weil der Sauerstoff ist. Also einmal umdrehen. Ruhe lassen, Deckel schließen, dann habe ich weniger Sauerstoff und dann habt ihr das viel besser im Griff. Wenn man da nervös wird, ist genau der falsche Weg, weil da habe ich dann, wenn ich ständig umeinander tue, immer wieder die Sauerstoff gefächert. Ja? So, und jetzt schaut das schon mal ganz gut aus. Also da würde ich einfach wirklich schauen, dass es ein wenig feuchter halten. Jetzt haben wir da dann noch ein Parmesan, den können wir noch dazugeben. Ihr könnt es den auch weglassen. Also wie gesagt, wie man halt dann die Richtung möchte. Zwiebel habe ich mal geschnitten. Gehört auf alle Fälle dazu. Das gibt einen sehr guten Geschmack. Ja, und so kann man sich das nebenbei gut richten. Und da ist dann auch kein Stressfaktor da. So, wir haben mal ja, unsere Steaks sind schon so weit. Das ist ja mal wunderbar. Eigentlich das so her, dass ihr schon seht. Lassen wir euch ausbrennen. Also das ist schon eine tolle Farbe, die man da hat. Gell? Tropfe da ein bisschen was an und schauen wir das an. Dann haben wir eine Frage. Der liebe Herbert, Deckel ist zu, aber bei einer offenen Sisselzone schwierig. Nein, ist überhaupt kein Problem nicht. Du kannst einfach, wenn du voll drauf fährst, wie gesagt, lass am Luft und wenn du seitlich wegfährst, das sind eigentlich alle Sisselzones außen, du hast das nur beim 6,5er innen zum Beispiel oder eben da und da kannst du das zumachen. Und bei den anderen funktioniert es genauso. Wichtig ist nur, die Fettteile, wenn du da hast, ein bisschen trimmen, nicht zu viel, oder außen legen, dass es lüften kann, und dann gehst du halt nur auf 60 Sekunden. Eins wirst du merken, zum Beispiel bei Schweinefett, nach ca. 40, 50 Sekunden beginnt dort der Fettbrand, weil Schweinefett dann schnell einen Fließpunkt hat. Da dauert es eher ein bisschen länger. Und ein bisschen ein Fettbrand ist okay. Ja? Das ist genau diese Aromatik, die sich ja die Holzkohle-Fans wünschen. Ja? Das ist jetzt kein Problem. So, und jetzt werden wir einfach da unsere Haube ein bisschen drauf geben. Wie gesagt, von Kruste kann man nicht sprechen, aber ein Hauberl, ein Solettimantel, da lasst euch einfach einen lustigen Namen einfallen. Soll auch also ein bisschen einen Spaß machen. Ihr könnt Kräuter rein tun. Ja. Da habt ihr aber die klassischen Kräutermantel, werden eh sehr oft gezeigt. Und das ist einmal so ein bisschen, sag ich mal, flippigerer Style.
Warum nicht? So, und da schaut es schon mal ganz lustig aus. Den Grill habe ich mir vorbereitet, links und rechts leicht aufgedreht, habe dann noch diese Platten für mich hier gewählt. Die brauche ich nachher natürlich für unsere Beilage und lege das einmal zur Abwechslung wieder drauf und hole mir natürlich die Kontrolle, ihr wisst es ja schon, und zuschauen über den Thermometer, damit ihr dann genau wisst, wie viel Grad wir da haben. So, mal schön in der Mitte platzieren. Auch wenn es geht, das dünnste Stück nehmen. Dann wieder wichtig, darunter diese Tropftasse. Da geht es dann einfach darum, ja, wenn man die Tropftasse schon verwendet, dass man dann dementsprechend den Griller schon mal auch sauber hat, beziehungsweise nicht so stark verschmutzt. So, dann machen wir da einmal zu. So, dann mal leicht vorheizen. Wenn es nicht zu heiß sein, dann mal wieder zurück. Eine Frage war da noch. Der Mario, Sizzleson voll aufgedreht. Ja, ja, absolut. Ich habe hier ein Magerprodukt, grundsätzlich eine Steak-Variante und da fahre ich persönlich voll drauf. Sonst könnte natürlich variieren, wenn es ein Fischerl hat, könnt ihr auch mal ein bisschen overdrehen. Nächste Frage, ja, die liebe Birgit. Gibt es die Rezepte von deiner Live-Show oder muss man mitschreiben? grundsätzlich haben wir keinen Service dabei, aber schreibt es einer, man kann das grundsätzlich dann in einer Rezeptform haben und wir stellen euch das dann zur Verfügung. Ich werde das der lieben Marina von Napoleon gerne zur Verfügung stellen. Es geht eigentlich da wirklich ums Live-Erlebnis. Bitte nicht mitschreiben, weil irgendwas versandt nachher und so ist es, glaube ich, einfach besser. Diejenigen, die bei der Steak schon ein paar Mal dabei waren, die wissen, wir haben jetzt so circa, ich sage immer, 20 Grad plus minus 5 Grad, wenn wir so herzhaft angrillen. Und genauso ist es, ich habe wieder 22 Grad da, passt genau, wir sind genau in unserem Zielbereich drin. Und da machen wir wieder sauber. Wenn wir da wieder alles im Lot haben, also da ein bisschen aufräumen, weil auch meine Frau schaut zu und sagt, boah, wie es bei dir immer ausschaut, aber ja, Schatze, wo gehobelt wird, da sind auch bekanntlich Späne und das ist halt so und ich darf mir sie in dem Fall mit dem lieben Christian selber wegräumen und schöne Grüße nach Hause in die Quarantäne, wenn ich das so sagen darf. Gut. Wir kommen zum nächsten. Wir haben ja da schon unser Knödelbrot vorbereitet. Da fällt ein bisschen Grün drin. Was sagt ihr, oder? Was hat man ganz klassisch? Kräuter oder klassisch beim Knödelbrot? So eine Petersilie. Ja? Petersilie, sagt der Waldviertel, aber das ist vielleicht nicht so bekannt. Den werden wir dann noch ein wenig zusammenhackeln. So, dass das kleiner ist. Kommt jetzt drauf an, wie fein die Note sein soll, aber ich denke, es ist durchaus legitim, dass das nicht alles ganz mini klein ist. Es kann schon ein wenig Struktur haben. Wir wollen da so einen rustikalen Grilltaler machen. So, und das dann wir da noch dazu. Sehr gut. Sehr fein. Dann haben wir da noch ein bisschen Pfeffer. Das muss ich auf ihn immer geben. Und dann haben wir eigentlich schon unser Serviettenschnitten soweit wieder von der Masse fertig. In der Zubereitung haben wir das noch einmal, da siehst du, das ist eher feucht gehalten. Und schaut jetzt mit der Petersilie her, vom Geruch, das schaut jetzt dann auch schon wirklich gut aus. Ich zeige euch das noch einmal. Also ihr seht, es ist eher so in die leicht matschige Richtung, nicht zu trocken halten und dann passt es schon. So, von der Formgebung kann man einfach einmal so hereingreifen an die Seite, ja, und macht sie einen Taler, je nachdem wie groß was man das möchte. Man kann es ein bisschen kleiner halten, macht einmal so einen Haufen und druckt es dann so rustikal zur Seite. Ja. Die Größe, das kann man sich alles ein bisschen variieren.
Aber ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen oval, so wie die Hand ist, automatisch. Geht es da raus auf der Seite, tut man das her. Und so kann man sich eine schöne rustikale Formgebung machen. Macht es nicht so genau, das soll ein bisschen rustikal ausschauen. Na, liebe Patrick, wie viel Garantemperatur hast du in der indirekten Zone? Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob man es sieht, den Thermometer, die Nadel, sieht man nach oben. Ja? Seht ihr das gerade? Ich weiß nicht, ob man es so weit sieht. Aber wenn die Nadel gerade steht, hat man ca. 200 Grad. Das ist bei allen Geräten gleich. Und das ist mein gewünschter Bereich. 180, 200, weil dann kann ich mit dem Gerät noch normal weiterarbeiten. Besser ist, wenn du jetzt einen Wettbewerb machst, lieber Patrick, wenn du runtergehst unter 100 Grad, weil dann verdampft man nicht mehr so viel Wasser vom Produkt. Aber wir wollen ja miteinander, glaube ich, eine schöne Zeit verbringen, gute Lebensmittel mit Freunden, mit den tollen Napoleon-Geräten machen und nicht schon wieder einen Wettbewerb. Und ich glaube, das wird uns in dieser Zeit schon wieder bewusst, dass uns ja immer wieder viele Leute sagen, boah, jetzt darf es wieder losgehen, ja, die Getriebenen. Man kann es aber auch schätzen und sagen, okay, es ist so, wie es ist und wir machen da miteinander am Grill sich auch eine schöne Zeit. Ja. Und darum passt das da auch das, mit dem Gnödelbrot, dass das nicht so perfekt ist und geformte Kugel und was weiß ich was alles. Nein, das ist eine schöne, rustikale Sache. Wichtig war vielleicht die Höhe, dass man den ungefähr gleich hat. Dann passt das schon. So, sehr fein. Jetzt habe ich da alles abgepotzt. Wunderbar. Und wir werden nebenbei jetzt da ein bisschen Öl reingeben. Nicht vergessen, dann wirklich, das ist heiß. Oder mit unserem tollen mit dem Hebelmechanismus, wo man da ganz einfach den Griff hernehmen kann. Legt sie nicht da hin, legt sie zur Seite, dass er schön kühl ist, dann passt es. Ein paar Tropfen vom Öl. Ich habe da jetzt das Sonnenblumen Sojaöl genommen, also hitzebeständiges auf jeden Fall, was man halt daheim hat. Dann werden wir da mit der Spachtel, die kann man auch anfeuchten ein bisschen. Und da jetzt schauen, dass man da wirklich schön ein herzes kleines Öl das reingibt, das gut verteilt ist. Ich habe dann auch die Sissel so schon zurückgedreht, gell? Das ist eher da unten, über den Käse drinnen, dass uns die Sache dann nicht zu dunkel wird. Das ist dann schon die Gefahr, wenn man dann so gut vorgeheizt hat, wie ich da habe, dass es dann zu schräg geht. Da lasst ihr ein bisschen Zeit. So. Wunderbar. Ja, das seht ihr, macht alles nicht viel Arbeit. Wichtig ist, dass man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt. Das Mise en place, das stimmt schon, bevor bei uns eingestiegen wird. Haben wir schon ein bisschen was zu tun, haben wir ein bisschen Stress, das ist ganz normal. Das gehört dazu. Also die Vorarbeit möchte ich euch nicht verschweigen. Es geht bei uns immer so in 20, 30 Minuten, auf einmal hat man schon das Essen da. Gell? Aber ja, ihr habt es recht, vorher, da gibt es schon einiges zu tun, dass man das hat. Aber so soll es auch zu Hause sein, gut vorbereitet, dann passt das auf alle Fälle. Wie schaut es aus? Da sind wir jetzt von 20 auf 34. Gell? Wunderbar. Die Gesamtzeit habe ich da mitlassen, laufen lassen, dass man das dann vielleicht auch sieht. Bin jetzt bei 16 Minuten, also eine gute Viertelstunde vom Start, vom Angriff weg. Das passt auf alle Fälle vom Zeitmanagement, dass man da ein Gefühl kriegt dafür. So, dann lassen wir das ein wenig lösen. Ja, den Käse muss man aufpassen, passt gut. Wenn es dann soweit ist, nimmt man es vom Heißen heraus.
Life is life. Das erste Schüssel ist gefallen. Passt wie ein Tusch. Perfekt. Danke für die Zugabe. Und wenn das soweit fertig ist, stellt euch das oben hin und tatst die fertigen Taler zwischenpacken. Dann hat man Zeit, den Salat zu marinieren. Immer ein Blickerl auf das Steak hinüber. Das ist dann die Frage, was hätten wir gern für eine Garstufe? Wo sind wir dran? Und dann passt das schon wieder. Also, das ist da wunderbar. Jawohl. Aber ganz schön engagiert die ganze Sache. Ja, Gussplatten, die speichert schon. Aber sie speichert nicht nur, die gibt da weiter. So, da. Die Platten, dass sie dann nicht zu heiß sind, dass nichts verbrennt, stülpen wir zur Seite. Wir haben die schönen Untersetzer. Dann kleiner Tipp, das kann man gleich wieder ein bisschen auswischen. Ja, haben wir mal alle Reste draußen. Und wer für mehr Leute anrichten muss und die Teller schon eingedeckt hat, kann dann wunderbar, wenn er möchte, in diesen heißen Schüsseln das Ganze machen. Ja, sage ich nicht, da jetzt einmal so schauen jetzt einmal unsere Taler aus. Ja, also wunderschön, die lassen wir da herinnen nachziehen. Da unten drehen wir die Saison zurück. Eine lasse ich ganz klein. Eine Frage kommt herein. Jürgen sieht und hat einen Hunger. Ja. Wir können leider nicht ausliefern. Wir müssen nachher noch zusammenrangen, sonst hätten wir es vielleicht einmal bestellen können, ja, was hier im Livestream gemacht wird. Aber lieber Jürgen, es gibt so einen Spruch beim Fernsehen, muss nur schön ausschauen, muss nicht schmecken. Ja, das kommt meistens vom Regisseur, aber das kann man essen, was wir machen. Ihr seid ja live dabei, also da kommen Gewürze und alles hinein. Da gibt es nichts Gefaktes, das passt schon. Sehr fein. Das heißt, wir machen sie dann an die Arbeit, da wieder ein bisschen sauber zu machen. Ich hole mir von hinten ein neues Brett. Kann dann mein Fleisch schneiden. Einen kleinen Salat haben wir so da ein bisschen vorbereitet. Das war die Schüssel, die ihr vorher gehört habt, den habe ich abgedeckt gehabt. Weil es ist da wirklich schön gut warm bei uns und durch die Saison, alles was wir da so haben, da fällt er dann gleich zusammen. Jetzt habe ich den Optik gehabt, aber den holen wir da jetzt schon, kann ich mir schon richten, dass wir da alles parat haben. Da passt es auch, da passt es ebenfalls, da können wir jetzt noch ein bisschen Gas geben drauf. Und die Teller, die haben wir da versteckt, da können wir sie wieder auslassen. Vom Anrichten her kann man sich wieder zwei Varianten machen oder man bleibt bei einer. Das ist jedem freigestellt, aber vorweg sollte man einfach ein bisschen einen Plan haben und sagt, ja, wo gehe ich mit dem Salat hin, wo gehe ich mit dem hin. Das kann man sich vorher ein bisschen timen, ein bisschen richten. Und was ich sicher jetzt da dabei haben möchte, ist ein bisschen also eine fruchtige Soße, die wir immer da schon dazu machen. Die werden wir dann auch wieder ein bisschen verziehen, dass wir da einen Spiegel haben. Die Stücke waren ja doch relativ groß. Wir haben dann auch noch unsere Talerchen und wir werden da einmal, da können wir das auch da ein bisschen anders machen herum, ziehen wir es da her und werden einmal mit der Soße beginnen. Also ein bisschen einen Bereich zu schaffen, dass man gut dunken kann. Soße, glaube ich, immer neben das Fleisch, bitte. Seid so gut, gibt es im Fleisch eine Chance, dass es einen Eigengeschmack bringen kann. Ich sehe das öfters, wenn ich wo eingeladen bin, dass das Fleisch drauf kommt. Der Grillmeister bemüht sich und bevor gekostet wird, kommt schon mal eine Soße über das Fleisch drüber. Das kann man nachher noch immer machen. Schaut in dem Bereich, vielleicht, dass dort aktiv seid, dass dort nichts ist. Eine Frage kommt herein, super. Der liebe Martin, apropos sauber machen. Hast du Tipps, wie man den Napoleon-Grill nach einer feinen Grillerei am besten reinigt? Ja? Eine gute Nachricht, einfach die Brenner aufdrehen, ausbrennen lassen.
Da herüber auf der Saison macht es extrem viel Spaß, das Reinigen. Macht dann nämlich die Haube zu, fahr nochmal voll drauf, lass wirklich alles ausbrennen, was vorher war. Man nennt das hier Pyrolyse und alles, was in den Keramikbrenner hineingeht, wird zu Staub pulverisiert und das war's. Ja. So ein Reinigungsspecial bzw. Pflegebereich bin ich gerade am Ausarbeiten, ob man das nicht einmal hier live mit euch macht. So von außen, innen, was sind so Schwerpunkte. Und reinigen beginnt, ihr habt es gesehen, mit der Tropftasse schon bei der Vermeidung vom Grillgerät, dass ich sage, ich mache mir schon einen Kopf, was tue ich da. Aber grundsätzlich ist ein Grillgerät, eine gewisse Patina ist erlaubt, ich rede von hier nach oben, Fett von unten, das gehört außer, das gehört jetzt mal weg, aber am allereinfachsten ist, nach dem Grillen aufdrehen, voll aufdrehen, alles, was geht, einmal eher zu Staub pulverisieren, abarbeiten mit der Bürste und wenn man einen Rost hat, der aus Gusseisen ist, dann auf alle Fälle gut einölen, damit er beim nächsten Mal wieder gut einsatzfähig ist. Das wäre so mal ein ganz kleiner, grober Überblick im Bereich jetzt, wie schaut es mit der Reinigung aus. So, beim Salat machen wir einfach ein paar Tropfen Essig, den lassen wir sehr puristisch. Kennst du auch ganz raffinierte Marinaden machen, aber ich denke, wir haben da eh schon so viel Geschmack da, da lassen wir einfach in Salat sein. Ja. Und dann habe ich da Rapsgraumöl, da tun wir ein paar Tropfen drauf. Das hat so eine nussige Note vom Mohn, ja, vielleicht nussig, ein falscher Ausdruck, aber ich finde das immer wieder einfach eine schöne Note und das kann man auch im kalten Bereich sehr gut verwenden und dann gut dazu essen. Weil das einfach eine spezielle Note vom Geschmack mit sich bringt. So, dann habe ich da noch. Ich verwende ja grundsätzlich, das habt ihr jetzt schon gemerkt, oder zwei Öle, das Rapsgraumöl, das machen wir bei uns im Waldviertel, weil man oft die Regionalität anspricht. Also die leben wir da wirklich, das machen wir mit der Firma Waldland. Und vom Schlattbauerngut aus Oberösterreich haben wir das Sonnenblumen-Sojaöl. Das wir da vertreiben dürfen und mit dem wir arbeiten dürfen, ist einfach eine ganz klasse Geschichte. Zwei regionale Öle, das eine 260 Grad, das andere 220, also super gut geeignet für das Grillerlebnis. So, und jetzt müssen wir eh schon schauen, dass wir da wunderbar, dass wir das einmal rausnehmen, noch da platzieren, dass wir da von der Hitze nicht so weit sind. Aber das fühlt sich schon sehr gut an. Ach, Freunde, zwei Handschuhe übereinander sind zwängt. Dann nehmen wir da, da habe ich vier. Ja. Ja. Scheiden unter euch, würde ich nicht sagen, nehmt ihr die Grillzange. Ja. Ihr habt recht, absolut, zudem ist sie da. Dann aber bitte aufpassen, dass man es seitlich nimmt, gell, dass man nicht zu viel zerstört. Wenn man so reinfährt, dann habt ihr das Hauberl gleich einmal weg. Weil so wie eine Kruste, dass die stabil steht, ist dieses lockere Werk nicht. Werdet ihr aber dann beim Schneiden sehr schön sehen. Wir haben da jetzt einmal 45 Grad. Ja. Das ist so für die Freunde, die einmal wirklich Fleisch sehen wollen, glaube ich, eine klasse Geschichte. Lassen das da noch ganz kurz überkühlen und habe da, da jetzt die Möglichkeit dann noch da, da anzurichten. Im Fleisch geben wir dann noch einen Platz. Das ist auch wunderbar heiß. Und da haben wir unsere Taler. So, das ist halt der gescheite Jaus, muss ich sagen. Und da haben wir wirklich Platz für unser Fleisch. Ja, dann haben wir unser Messer. Wenn wir da vielleicht austauschen. Nein, da mache ich jetzt ganz dreckig. Da war ja nur der Petersil drauf. Genau, den werden wir abputzen. Dann, dass wir ein schönes Schnittbild haben, noch einmal kurz drüber ziehen. Dass das wirklich fein rüberkommt. Und wenn euch das taugt bei uns und ich hoffe, wir haben eigentlich sehr, sehr gute Resonanz für euch. Ich danke an dieser Stelle dafür. Für euer Interesse, auch für das positive Feedback. Ist echt lässig mit euch da so auf diese Distanz
zu arbeiten und ich freue mich aber schon, wenn wir in der Grillschule wieder Schulter an Schulter stehen können. Mit einem Meter Abstand ist mir gesagt worden. Also ungefähr einen Monat, schätze ich, brauchen wir noch. Dann können wir, glaube ich, in der Grillschule wieder offen haben. Und das war schon ganz klasse. Wenn euch das taugt, bitte hämmert weiterhin Fragen hinein. Tats Likes, Herzen und solche Sachen, tats Teil. Wir haben jetzt da ein paar gerade und wir richten jetzt miteinander an. Das wollte ich einfach nur mal so in den Raum gestellt haben, dass wir da einmal ein schönes Stück uns da. Wow, das schaut schön aus. Ihr könnt das von dort gar nicht sehen. Ich werde mich aber bemühen, dass wir da ein bisschen was mit umbringen. Wunderbar. Also das ist was für Fleischtiger, das zeige ich euch noch. Aber bevor ich euch das zeige, muss ich das unbedingt selber kosten. Da ein Krustel dazu. Mach, bist du deppert? Nein. Jetzt verstehe ich vorher unseren Kollegen, der einer gefragt hat, wegen dem Essen. Es ist wirklich fantastisch, was wir auf unserem Napoleon-Grillgeräten da miteinander heute wieder gezaubert haben. Ich habe einen riesen Vorteil, dass ich das auch kosten darf. In dem Sinne, bleibt uns treu, seid dabei. Nächsten Dienstag, 15 Uhr, da gibt es so das Thema zweierlei Burger. Da werden wir einen eher nicht so gewöhnlichen machen und einen Klassiker, das gehört immer dazu. Und schaut euch mit mir einmal da das Fleischchen an zum Schluss. Ja, seid wieder dabei, wenn wir da merken nächsten Dienstag um 15 Uhr. Danke fürs Interesse, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und vor allem bleibt am Grill.